Manche Dinge sind einfach ein bisschen zu schön, um wirklich wahr zu sein. Und dazu gehört die derzeitige Erzählung der Wall Street, nämlich Inflation ist vorbei, das Thema ist durch und gleichzeitig werden wir keine Rezession sehen. Also ist die Rallye der Aktienmärkte gerechtfertigt. Wirklich, ich will ein bisschen mal die Dinge beleuchten, ein paar Gegenargumente bringen. Ja, es gibt Pro-Argumente, dass dem wirklich so ist. Wir haben ja zuletzt niedrigere Inflationsdaten gesehen aus den USA. Wir haben vermeintlich sehr starke Wirtschaftsdaten gesehen aus den USA. Alle staatliche Daten, die doch relativ klar abweichen von privat erhobenen Daten oder von Privatfirmen erhobene Daten, aber gucken wir uns das Ganze mal an. Da ist Michael Hartnett von der Bank of America, der gesagt hat, also es würde irgendwie zu den 2020er Jahren passen, wenn irgendwie alles anders kommt, als man vorher gedacht hat. Wir erinnern uns kurz vor Corona, die Aktienmärkte auf einem Allzeithoch, dann kam der Corona-Crash, alle waren bärisch, dann kamen die Notenbanken, haben massiv Liquidität ins System geschüttet, Zinsen auf Null gesenkt. Eine massive Rallye war die Folge, dann die Fed mit den Zinsanhebungen oder mit der Ankündigung der Zinsanhebungen, dann ging es 2022 nach unten, Ende 2022 waren dann alle bärisch und dann sahen wir diese massive Rallye wieder im ersten Halbjahr 2023. Wie wird denn das zweite Halbjahr 2023, das ist die große Frage, eben wird die Inflation wirklich so stark zurückgehen, wie man sich erhofft und wird es keine Rezession geben, wie man auch erhofft, das ist die große Frage. Hier sehen wir heute mal das einzige Konjunkturdatum neben dem Chicago Einkaufsmanager Index, der mit 42,8 auch tief im schrumpfenden Bereich ist, hatten wir Dallas Fed Manufacturing Index und wir sehen hier Outlook Production auf einem 7-Jahres-Tief, also nicht so wirklich gut. Also es gibt sehr verschiedene Daten, das muss man einfach mal sagen. Die staatlichen Daten sind meistens sehr, sehr gut, deswegen glaubt die Wall Street, das ist doch alles super, aber es gibt dann auch seltene, sehr vereinzelte, kritischere Kommentare, etwa in Fortune, in dieser Zeitschrift, Soft Landing Euphoria on Wall Street und da ist so ein Gefühl, CPI Mission Accomplished, also die Sache mit der Inflation, die hat sich's erledigt, aber möglicherweise ist dem nicht so, es könnte durchaus sein und es ist sogar durchaus wahrscheinlich, dass ab den Juli-Daten die Inflation in den USA wieder nach oben geht und diese These wird natürlich gestützt durch den Ölpreis, der mal eben $11 in 30 Tagen angestiegen ist. Wir waren Anfang Juli noch unter der Marke, deutlich unter der Marke von 70, sind jetzt über der Marke von 80, 81,5 etwa, was das amerikanische WTI-Öl betrifft. Und das ist natürlich ein Faktor in Sachen Inflation, zumal eben die Energiepreise es waren, die die Inflation nach unten gebracht haben. Noch scheint irgendwie diese Wirtschaft in den USA resilient zu sein, irgendwie die Zinsen so wegstecken zu können und die Erklärung dafür ist wahrscheinlich diese Grafik links, sehr wichtig, die Charlie Bilello hier zeigt, nämlich nur 11% der US-Haushalte haben bei Krediten eine variable Verzinsung. Wenn also die Zinsen steigen, dann steigen auch die Zinsen auf diese Kredite, aber nur 11% der Amerikaner haben das. Das war in den 80ern, 90ern, auch 2000 noch deutlich mehr, als eben viele Kredite variabel verzinst waren, sodass eben dann die Konsumenten viel stärker betroffen waren von den Schwankungen. Und jetzt sind die Zinsen so hoch wie seit kurz vor der Finanzkrise nicht mehr. Also das erklärt vielleicht, warum wir bisher so wenig noch bis auf einzelne Sektoren, Gewerbe, Immobilien, so wenig Brüche sehen, so wenig Risse sehen in diesem vermeintlich so schönen System. Da ist viel Liquidität noch im System durch Helikopter-Shacks, durch verschiedene Maßnahmen der Regierung. Aber wir sehen auch, dass 40% der Amerikaner nicht mal eine Ersparnis von $1000 haben. Das heißt, die leben sprichwörtlich von der Hand in den Mund, von Paycheck zu Paycheck. 18% dann haben weniger als $10.000. Das heißt, die Hälfte der Amerikaner hat weniger Rücklagen als $10.000. Und das ist ja nicht so richtig viel. Und das zeigt, wie eng auf Kante das gestrickt ist. Und diese Zinsen, diese gestiegenen Zinsen, die haben doch schon gewisse Folgewirkungen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich über Kredit ein neues Auto besorgt, dann zahlt man derzeit 7,2% Zinsen in den USA. Wenn man ein gebrauchtes Auto bekommt oder sich kauft auf Kredit, dann zahlt man 11% Zinsen durchschnittlich und das heißt durchschnittlich
Zahlt man jetzt $750 für ein Auto an monatlicher Belastung, und wenn man zum Beispiel sich ein Haus gekauft hat und das über Kredit finanziert hat, zahlt man durchschnittlich $2.850. Das ist auch ein relativ hoher Betrag. Und das heißt, wenn wir uns mal anschauen, dass das eigentlich Dinge sind wie ein Auto, die für die Amerikaner zentral sind, dann sind da die Kosten schon sehr, sehr massiv gestiegen. Und wie gesagt, die Amerikaner haben nicht so viel Rücklagen durchschnittlich. Da ist die Hälfte der Bevölkerung mehr oder weniger schon ziemlich an der Grenze. Und wenn sie sich ein Haus kaufen wollen in den USA, dann muss man 560% des Medianeinkommens, des Jahresmedianeinkommens hinlegen. Median ist ja nicht Durchschnitt, sondern genau die Hälfte hat mehr, die Hälfte hat es weniger. Im Jahr 2008, also praktisch Hochpunkt der Immobilienblase, da waren es nur 360%, jetzt also 560%, was bedeutet, dass für die allermeisten Amerikaner ein neues Haus absolut unerschwinglich ist oder praktisch Immobilien sehr, sehr schwer erschwinglich sind. Und all das sind Faktoren, die mit einfließen in ein größeres Bild. Und hier sehen wir mal die invertierte Zinskurve, die ja anders als die Aktienmärkte uns suggeriert, uns aus der Vergangenheit sagt, na, da kommt schon was, da kommt eine Rezession. Und jetzt sehen wir, dass sich die Zinskurve, die massiv invertiert war, wie seit den 1980ern nicht mehr, jetzt sich wieder versteilt. Also das ist doch ein Anzeichen, wenn wir dann praktisch die Inversion beendet haben, wenn die Zinskurve wieder positiv wird, dann tritt genau die Rezession ein. Das zeigt die Vergangenheit. Wird es diesmal so sein? Ja oder nein, das ist die große Frage. Schauen wir uns mal zum Beispiel die Risikoprämien für Corporate Bonds an, also für Unternehmensanleihen. Die sind nur 0,12% über dem Zinssatz der Fed. Das ist extrem gering. Das heißt, wenn ich eine Unternehmensanleihe kaufe, dann habe ich da praktisch keinerlei, wie soll man sagen, Risikoprämie mit dabei. Denn ich könnte das Geld praktisch risikolos irgendwo in Geldmarktfonds investieren oder andere Dinge machen, die eben fest verzinst sind. Wir haben solche Extrembeispiele meistens kurz bevor dann ein Hard Landing in der Wirtschaft passiert, wie Octavio Costa hier zeigt. Also es gibt durchaus Gegenargumente gegen diese Goldilocks-These, Inflation vorbei, kein Hard Landing, Soft Landing bestenfalls in der US-Wirtschaft. Und heute sehen wir eine Meldung, dass Yellow, das ist das drittgrößte Transportunternehmen der USA, pleite geht und wahrscheinlich den Geschäftsbetrieb einstellen muss. Man hat etwa 30.000 Mitarbeiter bei Yellow, hat eine Verschuldung von über $1 Milliarde. Und das ist jetzt das Problem, wenn Unternehmen sich eben neu refinanzieren müssen zu diesen hohen Zinsen und sozusagen nicht die finanzielle Substanz haben, um das mal selber zu stemmen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Dementsprechend sagt der Chefökonom von Vanguard, also dieses Soft-Landing-Narrativ widerspricht eigentlich der historischen Börsenerfahrung, die immerhin 150 Jahre ist. Er glaubt das nicht. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Und die Frage ist, ja, wenn das jetzt doch eine Rezession nach sich zieht, das Ganze, dann hätten wir den Boden der Aktienmärkte nicht gesehen. Ich werde ja viel geschimpft, dass ich sage, wir werden da nochmal eine sehr heftige Korrektur sehen. Ich spreche nicht von Crash. Das vielleicht nochmal klarstellend hier hinzugefügt, aber doch eine ziemlich heftige Korrektur, weil einfach die Gefahr besteht, dass dieses Goldilocks-Szenario nicht eintritt, die Inflation nicht vorbei ist, die Zinsen nicht sinken, sondern vielleicht sogar noch weiter steigen. Und dann haben wir Bewertungen, die vor allem bei den Magnificent Seven, also bei den großen sieben Tech-Aktien, enorm sind. Der Rest des S&P 500 ist ja eigentlich noch ganz passabel bewertet, da kann man gar nicht meckern, aber es sind eben die großen Tech-Werte, und dass die Wall Street sich nicht so aus dem Fenster lehnt heute, es ist ziemlich fade, es ist ziemlich volumenfrei, was da heute passiert, liegt wahrscheinlich daran, dass die wichtigen großen Ereignisse in dieser Woche am Donnerstag kommen mit den Zahlen von Apple und Amazon und am Freitag dann mit den US-Arbeitsmarktdaten. Hier sehen wir, die teuerste Aktie von allen ist Nvidia, und das ist auch die Aktie, die die allermeisten haben wollen. Es ist immer so, das teuerste wollen alle haben. Und jetzt schauen wir uns mal die Berichtssaison an in den USA, die etwa zu zwei Dritteln jetzt gelaufen ist. Und wir haben jetzt die Situation, dass um und bei 73% bei Gewinn pro Aktie
geschlagen haben, also besser waren als die Erwartung, 58% beim Umsatz und 50% bei beiden. Das ist an sich durchaus okay, durchaus eine gute Quote. Allerdings muss man eben wissen, wie stark vorher die Erwartungen gesenkt wurden, von über $220 Gewinn pro Aktie auf jetzt nur noch 180. Und wenn dann die allermeisten Unternehmen schlagen, dann sieht das erstmal toll aus. Aber Fakt ist, dass die Gewinne 7,3% zurückgegangen sind im zweiten Quartal diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahresquartal. Also wir haben eine Gewinnrezession, das muss man leider so klar sagen. Das ist der größte Rückgang seit dem zweiten Quartal 2020, also seit die Corona. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir in den August, in den September? Das ist normalerweise jetzt nicht so saisonal besonders günstig für den S&P 500. Das ist also nicht einer der Wonnemonate zumindest, oder August und September sind zumindest nicht die Wonnemonate. Kommen wir nochmal nach die Europa. Da haben wir gesehen, dass die Wirtschaft in der Eurozone wieder wächst um sagenhafte 0,3%. Die Inflation bleibt vor allem in der Kernrate relativ hoch, nämlich bei 5,5%, mehr als erwartet. 5,3% in der Headline. Also wir sehen, dass die Inflation nach wie vor ein Thema bleibt, vor allem die Kerninflation. Und die ist jetzt das erste Mal höher in mehr als 2 Jahren als die Headline-Inflation. Das heißt, Kerninflation ohne Nahrung und Energie ist höher als die Inflation mit Nahrung und Energie. Aber wir sehen ja jetzt, dass Energie vor allem wieder ansteigt. Ölpreis hier das Stichwort. Und wir haben jetzt auch in Europa trotz des Allzeithochs mal wieder beim DAX die schlechteste Berichtssaison eigentlich seit 2020, denn auch hier haben wir eine Gewinnrezession. Heute zum Beispiel Heineken ist so stark gefallen wie seit 2020 nicht mehr, weil die Zahlen enttäuscht haben, vor allem der Ausblick enttäuscht hat. Man sagt, ja, da ist eine Beerflation, einfach weil die Preise so stark gestiegen sind, konsumieren die Konsumenten weniger an dem Bier, die wollen sich also nicht mehr so besaufen, das ist das Problem, aber insgesamt sehen wir, dass der Dienstleistungssektor hier ein Thema nach wie vor ist. Jetzt hat Lagarde ja gesagt, ja okay, schauen wir mal, selbst wenn wir im September nicht die Zinsen anheben, dann könnten wir es später tun. Also das ist schon so ein indirekter Hinweis vielleicht von Lagarde, dass die Zinsen im September dann jetzt nicht doch nochmal angehoben werden, zumindest nicht sofort angehoben werden. Kommen wir noch nach Deutschland. Da hat heute Roberto Habeckino gesagt, ja, wir könnten vor 5 harten Jahren stehen, und hat sich nochmal stark gemacht für Subventionen für den Industriestrompreis. Also jener Habeck, der massiv dafür gekämpft hat, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, also Angebot, Energieangebot vom Markt genommen wird, was anders als die Grünen uns erzählt haben, dazu geführt hat, dass die Preise für Strom nicht gefallen sind oder für Energie nicht gefallen sind. Und jetzt warnt er also vor 5 schweren Jahren und sagt, also die Frage ist, sollen wir jetzt neue Schulden aufnehmen, um die Industrie zu subventionieren? Oder wir haben dann irgendwann keine Industrie mehr. Schulden oder Deindustrialisierung, das ist die neue Alternativlosigkeit. Also von jemand, der maßgeblich zum Anstieg der Energiepreise beigetragen hat, der warnt jetzt vor einer Deindustrialisierung, wird ja immer gesagt, ja, das sei doch letztendlich Panikmache. Aber die Daten, ich hatte das am Freitag im Marktgeflüster gezeigt, die sind relativ eindeutig. Und Daniel Stelter zeigt, wenn man hier diese 8 funktionsfähigen, nach wie vor ja funktionsfähigen Atomkraftwerke wieder anschalten würde, dann würde das deutlich weniger kosten als etwa eine Subvention für die Industriestrompreise, die ja immer letztendlich Bürokratieaufbau bedeutet. Und Kanada zum Beispiel hat jetzt gesagt, wir werden jetzt wieder neue Atomkraftwerke bauen, respektive Anlagen wieder hochfahren, weil wir sonst nicht hinkommen mit dem Strom. Und genau das wird in Deutschland sein, zumal wir ja alles elektrifizieren. Abschließend, meine Damen und Herren, 3 Empfehlungen. Es war wirklich Fahrt heute weitgehend. Das muss man einfach sagen, hat sich dem Wetter angepasst. Hier in Hamburg Dauerregen, das erinnert so ein bisschen an Zeiten früher, als es tagelang oft genieselt hat im Norden Deutschlands. Jetzt ist das wieder so. Was ist da mit dem Klimawandel los? Streikt der oder was ist da los? Jedenfalls 1. Empfehlung, keine Rezession. Fragezeichen, drittgrößtes Transportunternehmen in den USA geht pleite.
hatte ich vorhin schon erwähnt. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, hier dieser Chefökonom von Vanguard. Warum glaubt ihr, dass diese Erzählung, dieses Narrativ vom Soft Landing nicht stimmt? Das ist die zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, Goldpreis. Wie stehen eigentlich die Chancen für einen wirklich goldenen Herbst? Gold heute ziemlich volatil, weil Niger beschlossen hat, da gab es ja einen Putsch, Niger beschlossen hat, erstmal kein Gold und kein Uran mehr zu exportieren. Da gibt es das Gerücht, dass die Franzosen da militärisch intervenieren wollen. Auch hochspannend, also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich jetzt auch und wünsche einen hoffentlich spannenderen Abend als das, was bisher zumindest an der Wall Street passiert ist. Servus und ciao.